Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei The Infected. So, ich bin gerade auf kleiner Steintour und guck mal beim Aluminium-Extraktor vorbei, der mir in 14 Sekunden hoffentlich noch ein Alu rausknallt. Bei einer 1 zu 3er Chance sehe ich da schon wieder Black. Zeig mal her. Naja, nehmen wir halt noch eine Kohle mit. So, okay, ein paar Steine besorgt. Ich schmelze noch kräftig Metalle. Ich habe jetzt tatsächlich mal den Kobalt-Extraktor abgeholt und bei uns eine Base gestellt. Das heißt, im Augenblick laufen zwei Kupferextraktoren auf einem Feld und es funktioniert, wie es aussieht. Beide produzieren. Das heißt, wir kriegen ein bisschen mehr Kupfer an Land. Wenn wir jetzt wieder zu Hause sind, würde ich nämlich eigentlich ganz gerne mal den Kühlschrank bauen. Hier, wir brauchen ja für das Wasserhaus dann schon 100 Strom und für den Kühlschrank auch 75. 175, da sind wir noch lange nicht bei der Produktion, aber ich hoffe ja, dass wir da demnächst nochmal, also auf jeden Fall mindestens eine Windturbine bauen können. Und vielleicht noch eine Solaranlage und eine zweite Batterie. Dann sollten wir so halbwegs über die Runden kommen, will ich mal schwer hoffen. So, machen wir doch gleich mal. Ich tausche mal schnell aus, dann bauen wir erstmal Kühlschrank. Schon ein paar Steine. 5. Dann können wir gleich nochmal gucken, ob wir unseren Zaun mal durchreparieren. So ein bisschen Zement ist noch da. Beziehungsweise habe ich schon wieder vorbereitet. So, Kohle kann ich erstmal hier reinpacken. Hier ist auch noch ein Clay, den können wir gleich nochmal verarbeiten. So. Eben nochmal die Körner hier rein. 2, 4, 5, 6 Kupferbahnen. Ja, also ich habe jetzt hier hinten einen hingestellt. Oh. Danke, Krähe. Ja, gratis Federn. Oh, guck mal hier, der lascht richtig raus. Eben gerade erst 2 rausgeholt. Das geht ja an sich. Da haben wir doch bald unsere 10 zusammen. Und hier hinten in der Ecke steht dann halt der andere. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, ob noch genug Sprit drin war. Ja, sehr gut. Kohle nehme ich auch mit. Kurz die Rampe genießen. So. Ja, fackeln wir nicht lange. Gleich rein die Dinger. Müsste auch gerade noch so reichen. Dass das noch einmal durchläuft hier. So. Sehr gut. Ein Stein noch. Haben wir nochmal Sand. Und kann noch einmal Zement durchrauschen. Misch mal los. Oh, genau 10 Stück. Sehr gut. So, was brauchen wir jetzt hier? 20 Eisenbahnen noch.
Warte mal, irgendwo, ja. 2, 3, 4, 5. So, die Brocken haben wir schon mal fertig. Jetzt geht es aber noch an 10 Elektrikteile. Das heißt, Kupfer 4, 5. Ja, machen wir erstmal 5 vielleicht. So, 5 Kobalt, 5 Kupfer, 5 Plastik. Das müsste eigentlich stimmen. Können wir auch noch mal ganz kurz gucken. Sonstiges. Elektrikteile. Kupfer, Plastik, Kobalt. Jawohl. Verbesserte Werkbank. So. Einmal. Zweimal. Dreimal. Viermal. Fünfmal. So, 5 Elektrikteile, also 5-mal Plastik. Wie war das nochmal? Gottes Willen, ey. Ich weiß es halt nicht mehr. Drei Ökern und 5 Rindenmulch. So, 15. Und eins der Grindenmulch, den hatte ich hier, ne? Ja. So. Eins, zwei, drei. Ganz schön aufwendig. Hier? Ich hätte mich scheuert. Ach so, Anna. Zu viele Tische hier im Raum, ganz ehrlich. So. Ah, Plastik. Sehr gut. Fünf. Eins, zwei, drei. Das ist so ein bisschen schneller. Fünf. Drei. 5. So, das haben wir schon mal. Fünf Kupferbahnen und 5 hiervon. Dann haben wir endlich 10 Elektrikteile zusammengemeißelt. Junge, Junge, Junge. So. Dann nur noch 3 Kupferbahnen. Weil da ist nur noch einer da, müssen wir noch kurz warten, bis die Gutsten durchgeschmolzen sind. Beziehungsweise raus extrahiert sind. Hier musste nochmal neu anzünden. Und Kohle verteilen. So, 1, 10. Macht ja nichts, wir haben eh noch ein bisschen Zeit. Kupfer muss erstmal da rausschmelzen. Dauert ja mindestens 4 Minuten. Ein Extraktionsvorgang. Können wir allerdings auch gleich mal den Zaun durchreparieren. Wie
sieht es eigentlich mit Pfeilen aus? Müsste ich auch mal wieder ein paar machen. Wird langsam ein bisschen dünne. Durst. Ein bisschen. So. Ja. Ausgangsstrom 100. Fürs Wasserhaus. Dann brauchen wir noch 75 für den neuen Kühlschrank. Das wird sich hier zumindest noch ein. Ja, eine Windturbine hinbekommen. Puh. Kupfer ist echt eklig. Mal vorsichtig reinlinsen, ob schon wieder was da ist. Alter, der Standort hier scheint nicht schlecht zu sein. Da ist echt der Großteil. Nur Kupfer, der da rauspurzelt. Fehlt nur noch eins. Beim nächsten Mal reinschauen werden wir es wohl haben. So, lass kurz den Zaun machen. Steinhammer wird das Ganze wohl reparieren, ne? Hier. Ja, hier sind doch nochmal 40 Stück. Sieht doch ganz gut aus. Nehmen wir mal alles mit. Gucken erstmal, dass wir die Geschichte mal heile machen, bevor wir dann... Oh, hier, guck mal, 3,40 ist echt nicht so viel mehr. 2 Zement. Oh, das ist nice, wenig. Okay. Ja gut, 3,70, aber 3,90 mache ich jetzt nicht heil. Das lohnt sich ja nicht. Oh ja, das hier lohnt sich schon mal eher. Kannst du ruhig mal auf 3,50 runtergehen lassen. 3,95. Okay, das ist Gott sei Dank nicht so teuer. Das ist noch alles in Ordnung. 3,85, 3,75. Mach mal heile. Jetzt hast du 3,85 auch wieder repariert. Kostet alles dasselbe, ne? Ob 3,50 oder 3,90. Dann soll lieber nochmal der ein oder andere Wambi... Wow. Noch ein bisschen gegenprügeln. Alter Schwede, da hat aber einer ordentlich drauf umgesemmelt, ey. Apropos. Drauf umgesemmelt. Mensch. Alle Zippe. Hat sie mir glatt einen verpult. Noch ein Schweinchen? Ja, kann ja eigentlich nicht schaden, ne? Bisschen Fleisch nehme ich dann schon noch mit. Blöd, jetzt fehlt genau eins an Kupfer. Oder? Haben wir schon genug? Waren es drei oder waren es fünf? Ja, guck mal, das war echt... Also reparieren geht in Ordnung, ne? Das ist gar nicht so teuer jetzt.
So. Lass mal lunzen. Jo, drei tatsächlich nur. Oh, dann haben wir es doch schon. Können wir das Ding gleich mal fertig machen? Dann müssen wir uns aber auch in wirklich sehr naher Zukunft um die eine Windturbine hier noch kümmern. Vier Kobalt, vier Eisen, zehn Aluminium. Das haben wir doch schon mal alles. Ist er wieder ein bisschen schwer. Ach ja. Ein paar Beete müssen wir auch noch fertig bauen. Bretter wären unten. Tja, das liebe Kupfer. Wieder ein Herd anheizen. Dann, oh. Jetzt habe ich auch schon wieder ein bisschen Fleisch vergammelt. Aber zweimal. Lass mal einen Fisch aus dem See angeln. Der sieht auch lecker aus. Komm. Ich glaube, habe ich hier auch noch ein paar Kartoffeln rumfliegen. Und so langsam vergammelt hier auch wieder ein bisschen was. Die Kartoffeln halten relativ lange. Na, dafür ist mir wurscht. Schon an ist, dann können wir noch mal ordentlich nützen, ne? Machen wir es noch mal hier. Was ist denn nun wieder? Hör auf, ich habe gerade meinen Zaun repariert. Stinker. Kann nicht wahr sein. So, dann mal rein in die Pfanne. So, lass mal hier Kühlschrank, ne? Das erste Mal, dass wir einen Kühlschrank besitzen. Oh. Aus. Das Problem ist, tagsüber können wir uns leisten, nachts eher nicht, ne? Ja, mach mal. Warte mal, das probieren wir aber trotzdem jetzt mal aus mit dem guten Zeug hier. Ob die Konserven was im Kühlschrank bringen? Eigentlich ja nicht, ne? Aber hier mit Sicherheit, dem Mietstu wird's gut tun. Denn das muss ja jetzt nicht so schnell ranzig werden. Lass mal gucken. Was hält jetzt hier? Nehmen wir mal das. 1,45. Ach so. Mach mal an. Warte mal, ist der jetzt an? Ja. Aber es hält nicht länger da drin. 1,22.
Ist das richtig so, Leute? Ich hätte jetzt irgendwie erwartet, das würde ein bisschen länger halten im Kühlschrank. Oder ist das nur zur Aufbewahrung von Essen? Also quasi eine ziemlich teure Box, um das da reinzuschmeißen? Oder dauert es einfach ein bisschen, bis das richtig angezeigt wird? Weil sonst wäre das Teil ja mehr als nur überflüssig. 27 Minuten, ich schmeiße das mal da rein. Dose 3 Stunden. Schmeiße ich auch mal da rein. Finde ich ja ein bisschen merkwürdig. Weil das Ding würde ja dann überhaupt keinen Sinn machen, ne? Oh. Alter Schwede. Da lacht das Biospritherz, aber können wir gleich wieder neu abernten oben. Wenn hier so schön alles vor sich hingegammelt ist. Gut, ich meine, jetzt haben wir da gebaut, jetzt können wir den Scheiß auch da drin lagern. Trotzdem bin ich ein bisschen beleidigt, dass der echt so wenig Nutzen haben soll. Ich meine, der kostet ja auch einen Haufen Scheiß, ne? Und vor allem Strom, wenn der läuft. Bin sehr gespannt auf eure Kommentare, wie zufrieden ihr mit dem Kühlschrank so seid. Ich hab schon wieder Besuch. Kommst du hier? Nee. Oh, Alter, ey. Lasst doch mal alle meinen Zaun ein bisschen in Ruhe, ihr nervt. Setzt der Strahlung frei hier? Oder warum liegt hier dort eine tote Krähe vor? Man muss mich aber auch ein bisschen zurückhalten. Oh, jetzt hat er mich natürlich... Beim letzten Mal habe ich ihn ja gelobt. Jetzt haut er wieder nur Scheiß raus. Eins zumindest. So. Die hat total aus dem Konzept gebracht, das Ding. Wir lassen mal irgendwie eine Weile rauschen, bis ich verstanden habe, was das Ding bringen soll. Wir können uns mal die Couch hinstellen. Würde ich sagen. Haben wir noch genug Steine? Ja, passt. Lass nochmal gleich durchschmürgeln. Ja, ein bisschen schwer jetzt. Hast du wieder einen Stein zu wenig mitgenommen? Du kannst den... Nee, komm. So. Sind dann immer 10 Bruchstücke genau, ne? Die ich dann in 2 Barren machen kann. Was wollte ich? Ja. Lass uns gleich mal Leder mitnehmen. Und zwar noch 8 Stück waren das, glaube ich. Na, das wiegt ja auch ein bisschen. Schleppen wir uns mal rüber zur Couch. So wie bei mir, wenn ich gerade aufgestanden bin. Gleich wieder 5 Schritte auf zur Couch. Ja, machen wir, ne? Die 8 Bretter, die schmürgeln wir da noch rein. Und oben die Beete können wir auch nochmal bauen. Wie viele Bretter kriege ich jetzt mit? Kann ich noch bewegen? Ja. Guck mal. Gut aussehen tut das Teil ja mal. Ich da richtig drauf lang machen kann, weiß ich aber noch nicht. Was waren da noch? Ein Sessel wolltest du noch? Hier, der sieht doch bequem aus.
Nochmal hier den Sessel, der kann hier hin. Oder würde ich denn doch lieber hier schön vors Fenster? Tisch dann hier in der Mitte. Und dass du am besten auch noch an deinen Kleiderständer irgendwie dran kommst. Gab es einen Tisch? Oder war das nur diese Kommode? Ja, so einen Tisch gibt es, aber einen vernünftigen Couchtisch hier gibt es nicht. Ah, zum Angucken müssen wir uns den auch mal hinstellen. Warte mal, so. Couch, die rücken wir noch ein kleines Stück. So. Dann machen wir den Sessel lieber noch hier in die Ecke. Und hier drunter diese Kommode. So wird's kommen, Leute. Wichtige Entscheidungen werden hier getroffen. So. Und das Teilchen hier noch und das Fenster. Kann ich noch eine Schlüsselschale drauflegen oder so? Oh, das hast du aber scheiße gesetzt jetzt. 12 Bretter, ein Eisenbahn. Ja, komm. Kannst du nämlich gleich noch ein bisschen besser das Fenster stellen. Hast du wieder nicht richtig hier. So. Okay. Hat auch absolut keinen Nutzen, oder? Sehe ich das richtig? Das ist ein bisschen schade. Was habe ich denn? Du hast schon wieder. Wäre schön, wenn man wenigstens ein paar Teile reinlegen könnte. Aber wir haben es mal gesehen, ne? Stuhl machen wir gleich noch. Jetzt oben noch mal eben die Beete fertig machen. Und den Biosprit. Was ist denn jetzt dabei? 22. Nimm mal 24 mit. Oh. Hilfe. Kann mich nicht richtig wehren und da kommt der Fuchs. Lass mich in Ruhe, Fuchs. Ich bin in Mission unterwegs. Auf gemütlicher Mission. Scheiße, jetzt soll mal irgendwas ablegen können. So, wir haben es gleich. Mal rein ins Paradies. Okay, 16 Bretter brauchen wir in der Tat noch. Und dann würde ich es erstmal so lassen. Fürs Erste sollte das ja reichen. Anbeten. Sicherlich kann man hier noch ein paar mehr reinstopfen, aber ich glaube, mehr brauche ich da noch erstmal nicht. So, Biosprit wolltest du nochmal herstellen. Schon mal wieder 6 Stück. Müssen wir auch gleich auffüllen. Mal ein Plätzchen für die Kiste suchen hier. Ist hier noch irgendwie was vergammelt? Zufällig? Ah ja. Da können wir noch einen machen. Hier noch nicht, aber das dauert auch noch ein Momentchen.
Und lass den einen noch hier. So. 7 Stück. Warte mal, jetzt geht's erstmal hier dem Fuchs ankragen. Wo bist du denn? Oh Gott. Er geht schon auf Angriff. So. Monster. Extraktoren wolltest du? Oh. Oh ey, Alter. Ey, nicht ans Tor. Gerade wieder noch was anderes eingefallen. Wir können ja 2, na komm, einmal teilen. Reicht erstmal. Ist mein anderen noch befüllen, dann haben wir vielleicht noch was über für den Aluminiumextraktor. Brauchen kein Öl verwenden. Naja, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. So. Na gut, das löpet erstmal. Guck mal, wir haben nur noch ein bisschen Zement, ne? Da habe ich ja noch in der Tasche. Wenn wir uns ja eigentlich mal so ein 15, so ein Fundament angucken, wie das aussieht. Reicht es noch für die Treppe? Ja. Okay, hat dann auch 400 Haltbarkeit. Was wirklich mal, wer hier durchs Tor reinströmt. Weil das kriegst du ja nur auf 100. Stärken wir uns noch die Tür irgendwann mal mit den Eisenbahnen, dann passt das. Oh, haben wir wohl nicht mehr genug. Muss gleich nochmal ein bisschen Clay organisieren. Wir zumindest die erste Foundation und die Treppe nochmal verstärken. Schon wieder ein Fuchs, ey, glaubt man das? Er kann durch Steine laufen. Ja, immer gruseliger. Oh. Okay, so geht's. Mit dem Gruselfaktor. So. Sehr gut. So, noch ein bisschen Clay besorgt. Damit wir hier... Wie sieht denn dein Inventar schon wieder aus? Und mal so ein bisschen was aufwerten können. Weiter schmelzen auf jeden Fall. Und noch ein paar Scheide zu Brettern verarbeiten für die letzten Beete. Dann könnte ich auch mal wieder abernten da oben und neu pflanzen. Das machen wir dann aber beim nächsten Mal. Für die Runde machen wir erstmal Schluss. Ne? Ein bisschen was haben wir ja durchaus geschafft. Ja. Mit ein bisschen mehr Kupfer. Ich habe ja jetzt noch ein paar in der Tasche. Können wir da noch oben die letzte Windturbine endlich mal... Oder die nächste. Die letzte ja wohl noch lange nicht. Die nächste Windturbine mal fertig machen, dass hier ein bisschen flüssiger der Strom läuft. Und dann würde ich sagen... Ich ärgere mich noch mal ein bisschen über meinen Kühlschrank. Der echt einen Scheiß bringt, mal ganz ehrlich. Oder habe ich was falsch gemacht?
Ich weiß es nicht, aber ich kann mir echt nicht vorstellen, dass das hier alles sein soll. Na gut. Liebe Leute, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an der Folge. Und wir sehen uns beim nächsten Mal The Infected wieder. Dann, ja. Habt euch wohl. Bis zur nächsten Runde. Macht es gut. Bis denne. Tschüss.